So, liebe Freunde, ihr habt immer wieder nachgefragt, ob ich nicht einzelne Partien für euch tippen kann. Und normalerweise bin ich ja nicht so der Typ dafür, der Partien tippt. Das liegt einfach daran, dass ich meistens nicht sehr gut tippe. Aber für die Europameisterschaft habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Und zwar habe ich uns eine Community bei Kicktipp registriert. Bei Kicktipp kann man ja die Spiele gegeneinander tippen, wie die ausgehen. Und da kann sich jeder von euch anmelden und registrieren. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle mitmacht. Denn haben wir doch einfach eine Community, wo man gegeneinander tippen kann. Kicktipp hat mir auch erlaubt, das Ganze in den Videos aufzunehmen. Das heißt, ihr könnt dann anschauen, wie ich getippt habe. Ein paar Sachen werde ich vielleicht verdeckt tippen, damit ihr nicht genau 1:1 das tippt, was ich tippe. Aber ich kann das dann in den Videos zeigen und wir haben immer so eine kleine Spieltagsbesprechung. Ich denke, das wird auf jeden Fall Laune machen. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was es dabei zu gewinnen gibt. Nichts. Oder besser gesagt, Ruhm und Ehre könnt ihr gewinnen. Yeah. Das ist doch was. Aktuell sind schon ein paar Leute angemeldet. Guckt mal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie könnt ihr mitmachen? Geht am besten auf die Seite kicktipp.de/heimspiele-em2016. Link dazu habe ich in die Videobeschreibung getan. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast schon ein Kicktipp-Konto. Kicktipp-Konto ist auch ein schwieriges Wort. Dann klick bitte auf Login und melde dich mit deinen Daten dort an. Oder du hast noch kein Kicktipp-Konto, dann klicke bitte oben auf Registrieren. Dort gibst du dann deine E-Mail-Adresse ein. Keine Sorge, Kicktipp ist ein deutscher Dienst, komplett kostenfrei und macht immer wieder Spaß. Und dann meldet ihr euch erstmal bei Kicktipp an. Wenn ihr dann die E-Mail bekommen habt, bekommt ihr einen Link mit einer Aktivierung, auch ganz normal, den klickt ihr dann an. Klickt ihr links auf Mitglied werden bei der Heimspiel-EM 2016 Tipprunde. Könnt ihr euch dann einen Usernamen vergeben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den gleichen Usernamen wählt wie hier bei YouTube. Dann kann ich euch direkt zuordnen. Und dann nehmt ihr an der Heimspiel-Kicktipp-EM teil. Und ich bin gespannt, wer von uns das Ding gewinnen wird. Ich hoffe, dass ich nicht letzter werde, weil meistens bin ich bei so etwas immer eher schlecht. Ich kann erklären, warum ein Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber meistens im Vorfeld das richtige Ergebnis tippen, ja, das ist nicht so meine Stärke. Wichtig ist, dass ihr vorm Anpfiff des jeweiligen Spiels das Ergebnis einmal tippt, weil nach dem Anpfiff sind natürlich die Eingaben gesperrt und ihr könnt euren Tipp nicht mehr abgeben. Und vor Beginn des ersten Spieltags, also vor dem Eröffnungsspiel von Frankreich, gibt es Sonderfragen in Textform, die zu beantworten sind. Also zum Beispiel, welches Land stellt den Torschützenkönig? Die müsst ihr einmal vor Anpfiff des ersten Spiels direkt beantwortet haben, damit das noch zählt. Die Europameisterschaft werde ich noch mit Videos begleiten und dann kann ich dann anhand der Tipps vielleicht die Spiele einfach mal ein bisschen durchgehen und wir können immer besprechen, wer aktuell Erster ist und wer gute Chancen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Links und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer die Kicktipp Heimspiel-EM gewinnen wird. Leute, bleibt am Ball, genießt die sonnige Zeit. Euer Sören. Ciao.